Und es geht weiter mit einer weiteren Parodie, die nennt sich Das Tagebuch einer Spielfigur aus einem Videogame oder Parody The Second Assassin's Creed One-Shot. Mein Name ist Altair. Altair ibn Lahat. Ich bin ein Assassine. Mein Leben, einst unkompliziert, wenn auch gefährlich, hat eine seltsame Wendung angenommen. Früher bestand meine Aufgabe darin, Menschen zu töten. Gelenkt durch eine höhere Macht wurde ich durch eine Pixelwelt gejagt, verfolgt und sogar getötet. Es war ein einfaches Leben. Doch es passierte etwas, das mein einfaches, unkompliziertes Leben als Spielfigur in einem Videogame aus der Bahn warf. Der Release-Termin. Das Spiel erfreute sich großer Beliebtheit. Ich musste immer und immer wieder dieselben Menschen töten, wurde Schritt um Schritt verfolgt, immer wieder degradiert und musste mal um mal meinem besten Freund bei dem Verlust seines Armes zusehen. Und doch wollte ich mich nicht beschweren, denn es war nun mal mein Job als Spielfigur in einem Videogame. Doch dann, nach dem Release-Termin, kamen die Fanfiction-Schreiber. Eine Ansammlung von fantasievollen, teils begabter und teils weniger begabter, liebevoller oder sadistischer Schreiberlinge, die meinem Leben als Spielfigur in einem Videogame einen viel weiteren Horizont schenken. Sie gaben mir neue Freunde, neue Aufgaben und sogar eine gefühlvolle Seite. Sie gaben mir wunderschöne Frauen, die ich alle liebte. Doch gestern Nacht, als Spielfigur hat man keinen freien Willen. Weder im Spiel noch in der Geschichte der Spieler und Fans. Die Bilder der vergangenen Nacht schlagen immer wieder vor meinem inneren Auge auf. Ich war alleine mit Malik in seinem Büro in Jerusalem. Von dem Kampf, an den ich mich nicht erinnerte, war ich verletzt. Verdammt. Die Autorin zwang mich dazu, mich auf die Kissen im Vorhof zu legen und mich auszuruhen. Es war okay, denn das habe ich oft tun müssen. Aber dann zwang die Autorin Malik dazu, zu mir zu kommen. Er setzte sich erst neben mich auf die Kissen und fragte mich nach meinem Befinden. Obwohl ich mich nicht an den ominösen Kampf erinnerte, war ich sehr erschöpft davon, antwortete jedoch, dass es mir gut ginge. Malik strich mir romantisch über das Gesicht und ich wusste, dass er es genauso wenig wollte wie ich. Doch wir konnten nichts machen. Die Autorin hatte uns voll in ihrer Hand. Ich setzte mich auf und küsste ihn vorsichtig, während ich innerlich um Gnade flehte. Er gab sich meinem Kuss hin und sah mir in die Augen. Hinter seinem lasziven Blick, zu dem die Autorin ihn zwang, las ich Entschuldigung, Scham und den Wunsch, dass dieser Albtraum ein Ende haben möge. Die Autorin zwang uns, uns gegenseitig auszuziehen. Und ließ mich sein. Verdammt. Die Autorin zwang uns, uns gegenseitig auszuziehen und ließ mich seinen Armstumpen küssen. Weder er noch ich waren davon angetan. Wir gaben uns einander hin, während jeder von uns stumm um Vergebung bettelte. Danach verschwand die Autorin. Nun kann ich dem einzigen Mensch, dem ich je vertraut habe, nicht mehr in die Augen blicken. Sie nahm mir meinen einzigen Freund, meine Würde und meine Heterosexualität, nur um ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt nur eins, was mich davon abhält, gänzlich in Depressionen und Lethargie zu versinken. Und das ist, dass der schwule Italiener noch viel mehr Männer-Action durchmachen muss als ich.